Nach eurer Reise von Kuntium nach Helmport liegt ihr nun vor der Festumer Bucht. Die Hammerhai und Feuerjin wurden mit den vielen Vorräten beladen, die ihr eigens für die hungernde Stadt gekauft habt. Es ist bitterkalt hier oben und der schnelle Temperaturwechsel zwischen Maraskan und dem schwarzen Eis macht sich bemerkbar. Eure Knochen und Glieder schmerzen bitter. Narben aus längst vergangenen Kämpfen ziehen sich zusammen und prickeln unheilsschwanger, Gefahren verkündend. Nur wenige Meilen trennen euch noch von Festum. Die Tannen der Bucht sind bedeckt von Schwärze. Und damit beginnen wir. Ihr steht allesamt auf dem Oberdeck und schaut auf das Festland in einer kleinen Gruppe, vielleicht Ömer etwas in, außerhalb dieser kleinen Gruppierung, aber auf alle Fälle noch in höherer Reichweite, vielleicht mit ein paar anderen Köchen, als Magistra Kohlraab aus ihrer Kabine heraustritt mit einem Ding in ihrer Hand, das für die Eingeweihten als Yamish Akvam zu erkennen ist, allerdings immer noch eingeschlagen in ein paar Tuche. Kapitän? Magistra? Wir ich nehme an, steuern, das bedeutet. Wir steuern wohl also nicht nur auf Festum zu, sondern auch aufs Finale, wenn ich annehmen darf. So sieht es aus. Bald entscheidet sich alles, sollte man meinen. Ich muss meinen, dass mir ein Meisterwerk gelungen ist. Der wahre Name dieses Schwertes ist mittlerweile entschlüsselt und wenn ihr mögt, dann gebe ich ihn an euch weiter. Allerdings solltet ihr Vorsicht damit walten lassen, denn was auch immer dieses Schwert ist, es ist noch unheilschwanger als dieses Schiff selbst, auf dem wir uns bewegen, auf dem wir stehen. Diese Matrix zu analysieren hat uns einige Kraft gekostet und hat einige Nasen bluten lassen. Ja, dann tut einen halben Schritt nach vorne, streckt die Hand aus, hält dann auf halbem Weg inne. Der Name des Schwerts. Wollt ihr ihn hier offen für alle aussprechen? Nein. Nein. Er tut dann wieder einen Schritt zurück. Wir klären das nachher in meiner Kabine. Wie ihr wünscht. Dann werde ich bis dahin warten, oder wollt ihr das Schwert an euch nehmen? Gebt es mir. Ich denke, ich sollte es von nun an verwahren. Ja, eingeschlagen in viele Tuche, Lappen, übergibt sie es dir, während sie es auf beiden Händen trägt, wie man eben ein Schwert übergibt, und reicht es dir. Du spürst es direkt, wie flüsternde Stimmen nach dir greifen und dich versuchen, in einen Abgrund zu ziehen, zu zerren. Ich schlage unten am Griffstück ein kleines Stück des Stoffes zurück. Auch nochmal auf das schwarze Metall, aus dem es geschmiedet wurde. Du siehst, wie die Parierstange, gefertigt aus, ja, zumindest soll es so etwas darstellen wie eine Krake, sich leicht bewegt. Zumindest kannst du das erkennen, für die anderen passiert gar nichts. Dann schlage ich dann den Stoff wieder zurück, versuche die Stimmen mit einem Kopfschütteln zu vertreiben und blicke nochmal meine Kameraden an. Meine Herren? Magistra? Habt ihr den Namen hinterlegt? Auf Papier? Auf Papier, ich wage es nicht, einen solchen Namen auszusprechen. Und die Kopien? Ihr habt keine Kopien hoffentlich erstellt. Nun, ich hoffe, ihr wisst, wie schwierig ein wahrer Name darzustellen ist. Die Pergamente dazu werden wir in naher Zukunft verbrennen, auf dass sie für alle Zeiten unkenntlich gemacht werden. Aber diesen einen Namen werde ich dann dem Kapitän geben. Oder, nun ja, möge er mit diesem Namen handhaben, wie er möchte. Zumindest habe ich dann mit diesem Schwert nichts mehr zu tun. Gut. Lasst ihr danach euer Gedächtnis löschen für diesen Teil dieser Erforschung? Wenn ihr das wünscht, werde ich das tun. Normalerweise halte ich davon wenig, aber mir ist die Tragweite dessen bewusst. Das ist nicht irgendein Schwert. Schau die Captain an. Nichtsdestotrotz ist Wissen zu vernichten auch nicht unbedingt in der Sinnessinne, oder? Ich bin mir sicher, ein Gildengericht wird darüber entscheiden können. Dann werden wir die graue Gilde befragen. Ich hätte eigentlich vorgehabt, dieses Schwert zu analysieren, da es nun ja nach langer, langer Zeit endlich aus den Basaltkammern entfernt wurde, auch wenn dies auch unabsichtlich geschah, wenn ich euch richtig verstanden habe, aber nach dem, was ich erfahren habe über dieses Schwert, ist mir doch ganz recht, wenn ich dieses Wissen vernichte. Es gibt Wissen, das verboten ist, und Wissen, das verborgen ist, und dieses Wissen gehört ersterem an.
Weise gesprochen, Magistra. Nun dann. Ich vermute, ich werde euch begleiten nach Festum. Natürlich, ihr habt schließlich... Nun, es ist schließlich eure Mutter, die wir aufsuchen müssen, nicht wahr? Zumindest kann sie etwas mehr Licht ins Dunkel bringen und uns erzählen, ob Piraeniane noch von diesem Schiff so gelöst werden kann, dass sie es überlebt. Je mehr, desto besser. Ihr und vermutlich Jasper werden uns also begleiten. Wie ihr wünscht. Eldan, Keras, in meine Kabine. Hi. Hi. Damit tritt Jalan ab. Ja, ich folge. Gut. Also schließt dann die Tür hinter sich. Meine Herrschaften, fangen wir bei Eldan an. Wie geht es mit unseren blinden Passagieren voran? Habt ihr stichhaltige Informationen für mich? Sagen Sie uns die Wahrheit. Sie scheinen die Wahrheit zu sagen, aber warum wir nicht durch ihren geistigen Panzer kommen, ist mir nicht klar. Sind sie trainiert oder einfach ein natürliches Phänomen? Durchaus möglich, selten aber möglich. Rang scheint dann auch für Talent. Aber wenn ihr denkt, sie sagen die Wahrheit, dann will mir das in Paras Namen doch reichen. Wir setzen sie also ein Festum ab. Vielen Dank, euer Ehren, ihr könnt gehen. Ja, dann gehe ich. Gefällt mir nicht. Wir sollten sie mal über die Planke schicken. Wir können nicht jeden potenziellen Verbündeten in die blutige See werfen. Sonst haben wir bald keine mehr. Beim Thema potenzielle Verbündete. Keras, ich muss euch um einen Gefallen bitten, der ein wenig Fingerspitzengefühl erfordert. Der es wäre. Geht um Jasper. Der Mann ist seit Anfang an auf diesem Schiff und war doch immer sehr übereifrig. Betrieb und bei der Erforschung der Arche mitzuwirken. Versucht herauszufinden, was er will und wie wir ihn auf unserer Seite halten können. Wenn wir das nicht können, müssen wir ihn in Festum loswerden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Verstehe. Ich werde mit ihm reden. Gut, denn mir wird er garantiert nicht vertrauen. In Ordnung. Haltet mich auf dem Laufenden. Wegtreten. Denn? Dann gehe ich. Immer hält das Tablett Richtung Ahmad. Euer Gnaden, noch ein Schnittchen? Ein was? Ein Schnittchen. So nennen wir das bei uns. Die Leute, die sich das leisten können. Ein aufgeschnittenes Brot und darauf ein wenig, ich weiß gar nicht, was da drunter ist. Ja, ich würde sagen, dass das Brot besser rutscht und dann etwas Wurst. Sieht Hast du das gemacht, Ömer? Ja, ja, geschnitten und belegt habe ich das. Ich würde das einfach mal nehmen und probieren. Ich kann auch zugreifen, wenn noch eins da ist. Das ist gute Eselswurst. Ich leg's mir zurück. Ja, ach mal, probiert das hier, das ist Ochsenzunge. Kaut einmal, zweimal drauf, nimmt sich dann doch lieber die Ochsenzunge. Und probiert die auch nochmal. Achmat ist nicht unbedingt begeistert von dem Essen, aber ja. Die Ochsenzunge scheint ihm doch besser zu schmecken. Ah, als das dann nehmen wir die Ochsenzunge. Das ist der Ochsenpimmel, aber das schmeckt auch gut. Ja, Ahmad schaut Ömer an, ob er ihn gerade verarschen will. Es soll eine Delikatesse sein. Ich kann mir so etwas nicht leisten, aber das wurde eingekauft. Ich denke, der Rest dieses Schwanzes des Ochsen überlasse ich euch, Ömer. Oh, vielen Dank, hoher Herr. Euer Gnaden. Und Ahmad würde versuchen, möglichst unauffällig da sich umzudrehen und ja, das in seine Hand zu spucken und irgendwo, ja, hinzuwerfen. Sagt Ömer, seid ihr der neue Koch? Nein, ich bin Hilfsmut hier. Ich mache so Hilfsarbeiten. Der Koch hat viel zu tun. Hat der Koch euch gesagt, dass ihr das zubereiten sollt? Natürlich. Er gibt mir die Waren raus, er sagt, was ich gemacht werden muss und er macht teilweise Dinge auch. Hier seht ihr diese geschnittenen Möhren, die so oben immer angeschnitten sind, in verschiedenen Winkeln oder so heißt es, keine Ahnung. Die sind extra auch gemacht worden für euch. Das sind ganz normale Karotten. Interessant. Auch wenn sie zackig aussehen wie ein kleines Messer. Ja, ich würde einfach mal eine dieser Möhren nehmen und essen. Und darauf warten, dass Ömer jetzt sagt, ach, das waren doch keine Möhren, das war irgendwas anderes. Warum müssen diese Speisen immer so vulgär aussehen? Der Koch sagt, das nennt man
künstlerische Kochfreiheit? Ich bin nicht ganz sicher. Mhm. Soll ich dem Smoothie eure Grüße ausrichten? Sagt ihm bitte das nächste Mal ein wenig weniger Ochsenschwanz. Natürlich. Und dann würde ich jetzt mal da, wo er drauf gedeutet hat, was angeblich die Ochsenzunge war, probieren. Schmeckt wahrscheinlich auch. Ich meine, Ochsenzunge schmeckt ja auch am Brot. Auf jeden Fall. Ja. Habt ihr noch etwas Normales? Ich meine Rindfleisch? Huhn? Käse? Käse. Ist es wirklich Käse? Das ist Käse. Ich weiß nicht, was diese grünen Flecken sind, aber Koch meinte, das muss dahin. Der riecht etwas streng, aber ich glaube, das muss so. Er sagt, das muss so. Ich kenne diese teuren Käsesorten alle nicht, hoher Herr. Ich glaube, ich verzichte. Ach, man würde auch den Käse mal probieren. Ja, der stinkt extrem und ist so ein teurer Käse, den man eben so kaufen kann. Ja, Ahmed würde den einfach mal probieren und feststellen, dass er den nicht mag. Und der würde dort in der gleichen Ecke, wo der Ochsenschwanz gelandet ist, ebenfalls landen. Ich denke, ich werde mich erst einmal in meine Kajüte zurückziehen. Sag dem Koch bitte, dass ich diese exquisiten Kochkünste von ihm schätze. Allerdings ab jetzt nur noch vernünftiges Fleisch. Und sagen wir einfach mal vernünftige Kost und keine künstlerischen Freiheiten mehr probieren möchte. Natürlich, euer Gnaden. Das gleiche gilt für mich natürlich. Natürlich, hoher Gelehrter Herr. Ich würde dann mal mich Hilal zuwenden, der mir wahrscheinlich bei dieser Besprechung nicht anwesend war und wahrscheinlich irgendwo abseits gewartet hat. Und zu ihm meinen, so Hilal, wir gehen jetzt in meine Kabine und dort wirst du meine Rüstung polieren, klar? Ja, mein Herr. Sehr gut. Ja, dann würde ich mit Hilal zusammen in meine Kabine gehen. Während er mein Kettenhemd poliert, würde ich da mein Schwert und meinen Wappenrock sauber halten, beziehungsweise sauber machen. Und ja, mich innerlich auf ein Zwiegespräch mit der göttlichen Neuen vorbereiten. Ihr wollt jetzt noch bis zum Abend hier gastieren oder wie hattet ihr generell das geplant, jetzt vor der Festumer Bucht? Also ich hatte vor, jetzt noch Kohlrab zu empfangen und dann fertig machen zu lassen. Okay, gut. Ich dachte, du wolltest jetzt noch irgendwie bis zum Abend warten oder sowas. Also sie wird dann gleich nach diesem Gespräch mit Eldern bestellt, oder wie? Yep. Wie ist jetzt der Plan? Landen wir direkt in Festum mit der Feuer-Djinn, oder? Ihr habt ja zwei Schiffe. Ja. Feuer-Djinn und das andere Schiff. Die Hammerhai. Hammerhai. Und was war jetzt der Plan? Genau. Wir stapeln die bis unter das Deck mit Reis voll, laufen in Festumer Hafen ein und fangen an, den in die Menge zu werfen. Natürlich ein wenig zivilisiert. Ich bin mir sicher, Karino wird das schon hinreichend gut inszenieren. Gut. Ich würde mich unter Deck begeben zum Medikusraum, zur Krankenstation. Ja. Und mich nach den Vorräten, medizinischen Vorräten der Krankenstation erkundigen, ob diese aufgefüllt werden muss oder sonstige Sachen fehlen, ergänzt werden können. Mir einen Überblick mal verschaffen. Also Nahrung ist im Überfluss vorhanden. Bei medizinischen Vorräten sieht das alles ein bisschen anders aus. Da hat man wirklich nur das Nötigste und die Tränke neigen sich so langsam dem Ende zu. Es gibt wohl auch noch ein paar Alchemisten an Bord, aber die können eben auch nicht wirklich viel herstellen, weil die Rohzutaten fehlen und man beschränkt sich dann eben auf die Befehle vom Kapitän. Waffenbalsam hatte dann wohl der Arbeit der Zweite hergestellt und naja, wenn du jetzt wirklich etwas Spezielleres brauchst, dann muss das jetzt eingekauft werden. Ansonsten können sie dir nur mit Mullbinden oder so etwas helfen oder einem chirurgischen Werkzeug für eine Erleichterung, was sie dann bekommen. Mhm. Aber ja, wie gesagt, wenn du irgendwie Arme oder Beine nachwachsen lassen willst, dann muss das eingekauft werden. Ich dachte mir an so medizinischen Grundbedarf wie Würfelkräuter, Einbeeren, fiebersenkende Mittel etc., die man für die bevorstehende Schlacht bestimmt gebrauchen kann. Das sollte gekauft werden. Ja. Und da würde ich mir also einen Überblick mal verschaffen, was da ist, wie viel gebraucht wird wahrscheinlich für unsere Besatzungsmitglieder bei anstehenden Verlusten. Und ja, mal so eine Liste aufstellen. Gut, was genau wolltest du haben?
Würselkräuter einbeeren, entweder in frischer Form oder als Saft. Ich überlege gerade, was man noch für fiebersenkende Mittel. Fiebersenkende Mittel, ja. Nun, was wir an Bord haben, was ich anbieten kann, sind selbstverständlich Heiltränke. Doch ich glaube, die werden wir in naher Zukunft brauchen. Wir brauchen noch viel mehr davon. Ich dachte mir an so grundlegende Mittel gegen Wundfieber, etc. Wir haben Wundpulver. 5 Portionen, wie es aussieht. Die reichen aber nicht für unsere ganzen Männer. Und einige Sachen, bin mir nicht ganz sicher, was es ist. Doch Saturarienbuschtrunk? Wisst ihr, was das ist? Wahrscheinlich nicht, nein. Und Trashbartpulver, hilft das? Trashbart hilft, ja. Sehr hilfreich. Einige Salben. Taranele steht hier. Ich glaube, es hilft gegen Wundfieber. Und Fiebersenkung? Talaschinsalbe, hilft das? Ja. Neckerkraut? Ja, was mir noch einfällt, etwas zur Stärkung der körpereigenen Widerstände. Ich glaube, ich werde einmal eine Liste zusammenstellen für euch und sie euch in Festum erreichen, beziehungsweise ich begleite euch ja nach Festum und werde dementsprechend halt die Sachen besorgen. Ich kann euch selbstverständlich helfen, aber solltet ihr etwas einkaufen wollen. Hier die Liste mit allem, was wir haben. Wie gesagt, ich selbst habe keine Ahnung, was das alles ist und wofür es gut ist. Ich habe nur die Namen und die Anzahlen. Wunderbar, das hilft schon mal. Sagt mir Bescheid, wenn ihr etwas davon nehmt, dann trage ich das aus den Büchern aus. Und ich denke, ich werde einmal mit den Alchemisten reden, dass wir definitiv mehr Heiltränke brauchen. Gut. Gut, dieser Liste könntet ihr dann in Festum vorsprechen und dementsprechend alles einkaufen. Just in diesem Moment klopft es bei Yarlan an der Tür. Du stehst immer noch in deinem eigenen Zimmer, was du jetzt mit einem Blick nach links und rechts noch einmal bemusterst. Das ist schon einige Zeit her, zumindest kommt es dir so vor, du hast unglaublich viel erlebt. Damals, als du diese Arche eingenommen hast, als du den Widerschädel vor der Tür gesehen hast, der Spiegel, der mittlerweile von Eldern abgenommen worden ist, das Alchemielabor, das Bett, in dem Myria geschlafen hat, das ist unglaublich viel passiert. Und während du dich einmal umblickst, zur Tür schaust, kannst du sehen, wie die Magistra eintritt. Kapitän. Magistra, werde da rein und lass uns das hinter uns bringen. Sie drückt dir einen Zettel, ein sehr sorgfältiges kleines Pergament in die Hand, was erstmal zugeschlagen ist. Und betrachtet dann noch einmal Yamsh Aquam, wie es da auf dem Tisch liegt. Ihr solltet vorsichtig sein. Trotz des wahren Namens wird dieses Schwert trotzdem von euren Kräften zehren. Jedes Mal, wenn ihr zuschlagt, habt ihr gesehen? Sie geht einmal zum Tisch heran und schlägt noch einmal den Umschlag beiseite. Habt ihr gesehen, diese kleinen Widerhaken, diese eigentlich zu diesem Kraken gehören? Ja. Jedes Mal, wenn ihr mit diesem Schwert zuschlagt, wird es euch eigene Kraft kosten. Und diese Kraft, wie viel und wie lange? Nun, da ich das Schwert nie geführt habe, seht es euch doch einfach an. Ich vermute, bei jedem einzelnen Schlag, den ihr führt mit diesem Schwert, wird es eure eigene Lebenskraft trinken. Das Blut läuft über diese Rinne, sie ist übrigens hohl, direkt in das Schwert hinein, was wohl für den, nun ja, für die Schärfe oder so etwas zuständig ist. Ich bin kein Schwertkämpfer, aber es wird sicherlich etwas schmerzhaft werden. Das ist beunruhigend. Wird es mir... Ja, dann blick nochmal auf seine immer noch schwarze rechte Hand. Wird dieser Entzug permanent sein oder wird man sich davon erholen? Das kann ich leider nicht sagen. Alles, was ich weiß, ist, dass in diesem Schwert ein Wesen sitzt. Dieses Wesen ist in dieses Schwert hineingebunden und wenn ihr dieses Schwert führt,
Man kann hier von einer sogenannten Loyalität sprechen, die dieses Schwert zu euch selbst aufbaut. Und je nachdem, wen oder was ihr angreift, kann sich diese auch verändern. Das ist das, was ich herausgefunden habe. Wenn ich also einen der Diener der unbarmherzigen Ersäuferin damit schlagen möchte, könnte es sein, dass die Klinge sich gegen mich wendet? Das glaube ich eher nicht. Es geht eher darum, dass wenn ihr erverteidige Wesen damit umbringt oder verletzt, dass dies der Loyalität zuträglich ist, wenn ich so möchte. Da ihr mich nun vollständig bezahlt, wobei mir das Geld relativ egal ist, werde ich euch trotzdem, auch wenn ihr es nicht versteht, einen gesamten Abstrakt übergeben. Dieses Schwert zeigt ein großes magisches Potenzial. Direkt am Griff kann man kleine Magie- oder Kraftfäden erkennen mit offenen Enden. Damit wird A, eine Verbindung zu dem Träger geschaffen, also zu euch. Allerdings gibt es ebenso eine Verbindung zu den anderen beiden Schwesterschwertern. Es gibt eine transferische Aura, die invokative Kräfte der schwarzen Tochter, der ersoffenen Tochter herstellt oder herausstellt. Das heißt, solltet ihr damit Dämonen beschwören oder beherrschen wollen, so ist dies ein leichtes. Das solltet ihr berücksichtigen, falls dieses Schwert in die falschen Hände gerät. Die Matrixstrukturen am Griff lassen darauf schließen, dass die Waffe einen Träger selbst auswählt, der normalerweise Paktierer sein sollte. Mit diesem wahren Namen könnt ihr das allerdings umgehen. Es gibt normalerweise einen sehr schmerzhaften Schutz, sie nickt in Richtung deiner schwarzen Hand, der hier implementiert ist, damit es kein falscher Träger berührt. Es schützt sich also vor unbefugten Schwertträgern, wenn ich so möchte. Sobald man das einmal berührt hat, ist dieser Schutz verflogen, oder wie verstehe ich das? Nun, es kann sein, dass dieser Schutz einmal im Monat erneuert werden muss. Zumindest stand die Mondphasen ebenso in Bezug zu diesem Schwert, aber das können wir alles mit diesem wahren Namen umgehen. Es wird euch also zusammen mit diesem Namen als loyalen Träger akzeptieren. Nun gut, dann müssen wir das wohl so versuchen. Wie ist denn dieser Name? Ja, sie deutet auf den Zettel, den sie dir gegeben hat. Du öffnest ihn und kannst darauf in feiner Handschrift drei Wörter erkennen. Sie nickt dir zu und geht aus dem Raum heraus, schließt dann die Tür hinter dir. Du kannst wohl noch hören, wie sie einige Wachen wegschickt, die vor deiner Tür standen, und kannst dann die Schritte auf der Treppe von ihr hören. Du bist allein. Ich blicke noch einmal unsicher zur Tür zurück, schlage dann das Schwert vollständig auf. In Gedanken noch einmal die drei Worte wieder und wieder durch, um bloß keinen Fehler zu machen. Halte dann die Hand etwa eine Handbreit über den Griff und fange an zu sprechen. Irstek, Kakrikenlas, Gandareva, und ergreife den Griff. Schwert, sei mir untertan. Die Parierstange der Krake schließt sich um dein Handgelenk. Ich halte fest. Es passiert nichts. Du merkst, wie wohl ein kleiner Dorn sich in deine Hand, in deinen Handballen dazwischen reingreift, reinbeißt. Es tut aber nicht weh. Ich drehe mich einmal um, schwinge das Schwert einmal durch die Luft, prüfe, wie es in der Hand liegt. Du merkst, wie wohl ein paar feine Wellen und Linien durch deine schwarze Hand laufen, so als ob sie flüssig wäre, zumindest an der Oberfläche. Und werden wir wohl bald sehen müssen, was du kannst, nicht wahr? Damit schlage ich es wieder ein und hänge es mir um. Ausgezeichnet.
Wie geht es weiter? Ogdan kommt auf euch zu, wenn ihr mal wieder oben versammelt steht und gibt zu, ja, gibt euch an, dass jetzt mittlerweile alles verladen ist, dass es losgehen kann. Beide Schiffe sind bereit, Seemänner wurden verteilt, sodass man eben manövrierfähig ist und diese kleine Strecke nach Festum segeln kann. Ich möchte vorher noch einmal mit Jasper reden. Ja, wenn du seine Studierstube betrittst, wirst du ihn wohl erkennen, wie er dort steht und in einem Buch liest. Neben ihm der Flachmann, aus dem du selber schon getrunken hast, und er schaut dich an. Ah, mein guter Freund aus Al-Anfa, wie kann ich euch helfen? Magister, ich habe über eure Worte nachgedacht. Und ihr sagtet ja, ihr könnt mir bei ein paar kleinen Tränken helfen. Wenn ihr dies wünscht. Es gibt da tatsächlich etwas, das helfen könnte, in Anbetracht dessen, was jetzt in nächster Zeit passieren wird. Seid ihr in der Lage, ein Elixier herzustellen, mit dem man die Kraft steigern kann? Oder die Gewandtheit? Mit den jeweiligen Zutaten bin ich wohl dazu in der Lage. Sehr schön. Auch könnte ich durchaus einen etwas stärkeren Heiltrank gebrauchen, nur für Sicherheit, wenn ihr versteht. Auch dies ließe sich ermöglichen. Heiltränke sind wahrlich nicht so sehr kompliziert, wie es uns vielleicht unser Freund Arbat weismachen möchte. Vor allem für Träger des magischen Funkens ist dies ein leichtes. Das freut mich doch sehr zu hören. Nun, wie es der Zufall so will, kommen wir ja bald in Festum an und ich denke, dort können wir vernünftig einkaufen. Hättet ihr Lust, uns zu begleiten, um die Zutaten zu besorgen? Nach Festum? Nun, meine letzte Begegnung dort war etwas unerfreulich, möchte ich sagen. Die Gilde hatte mich verbannt. Ich leide dort unter einem schlechten Ruf und wenn ich darauf denke, dass ich letztes Mal unfreiwillig dort hingetragen worden bin, nein, ich würde gerne an Bord bleiben, dieser dämonischen Arche, und sie weiter erforschen. Verzeiht, mein Freund. Ich kann euch gerne eine Einkaufsliste geben, wenn ihr mögt. Und mit den benötigten Rohzutaten kann ich mich dann bei eurer Ankunft direkt wieder daran machen, sie zu kochen. Natürlich. Nun, viele werden wohl in Festung auch von Bord gehen. In Anbetracht dessen, was auf uns zukommen wird. Ich werde keinen von ihnen vermissen. Mich interessiert vielmehr, was ihr denn plant. Was ich plane? Nun, ich möchte meine Dienste dem Archenkapitän zur Verfügung stellen. Ob dies Jalan ist oder vielleicht ihr, wenn ihr einmal nun ja nach diesem Titel strebt, das ist mir gleich. Ich bin ein ergebener Diener. Nun, selbstverständlich bin ich das auch und sollte etwas mit dem Kapitän geschehen und ich den Mantel annehmen, dann danke ich euch. Doch, es kommt nicht umhin, dass ich darüber nachdenke, was eventuell geschehen kann. Was eventuell für Folgen kommen könnten. Ja. Ich frage deshalb, weil nun, es wird zu Kämpfen kommen. Was werdet ihr tun, wenn es zu weit ist? Was ich tun kann, soll, ich bin kein Kampfmagier, mein Freund, wie eure beiden Begleiter, und kann daher nur dafür sorgen, dass ich nicht verletzt werde. Bloße Selbstverteidigung. Verstehe. Könnte eure Alchemie vielleicht etwas zur Hilfe sein? Dass ihr zumindest euch verteidigen könnt, besser. Macht euch, wie gesagt, um mich keine Sorgen. Ich werde sicherlich auf dieser Arche nicht das Zeitliche segnen. Zur Not verstecke ich mich.